Hi, ich bin Philipp, es ist Digi-Fernunterricht und ich möchte noch einmal auf Rubrics in Teams zurückkommen, weil es für mich eine sehr einfache, sehr wirksame, sehr differenzierte Methode ist, um auf Arbeiten von Schülerinnen und Schülern Feedback zu geben. Ich zeige kurz, was es ist und wie es dann auch funktioniert. Also, ich habe hier eine Aufgabe formuliert, also ich habe jetzt hier Aufgaben, und ich bearbeite die Aufgabe jetzt, weil ich das dann gerne auch ausprobieren möchte. Und jetzt, was ich hier mache, hier habe ich die Aufgaben formuliert. Ich kann Ressourcen hinzufügen, wenn ich da gerne ein Blatt oder ein PDF anhängen möchte, ein Word-Dokument, in dem die Aufgabe beschrieben ist, in dem vielleicht auch Recherchematerialien zur Verfügung stellen. Ich kann hier wählen, ob es Punkte gibt oder nicht. Und jetzt kann ich eine Rubrik hinzufügen. Eine Rubrik ist ein Kriterienraster. Grundsätzlich oder vielleicht besser ein Kompetenzraster. Jetzt habe ich hier schon verschiedene gemacht und ich wähle jetzt, ich könnte eine ganz neue machen, ich könnte eine hochladen. Ich nehme jetzt aber die, die ich schon vorbereitet habe für diese Arbeit. Ich habe das auch der Klasse schon mitgeteilt im Dossier. Und jetzt kann ich hier wählen, ob das Punkte geben sollte oder nicht. Und ich kann hier die Kategorien so definieren, wie ich möchte. Ich kann weitere Spalten hinzufügen. Ich kann unten weitere Zeilen hinzufügen mit diesem Plus hier. Seht vielleicht, es ist hier das Plus. Und ich kann dann jeweils auch definieren, wie viele Prozente jedes einzelne Kriterium gewichtet sein soll. Ich kann hier jetzt Gewichtungen gleichmäßig verteilen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe 8 Kriterien. Jedes ist 12,5 Prozent. Dann kann ich hier auch Punkte verteilen. Also ich könnte jetzt für gut gelöst auch 4 Punkte geben. Grundsätzlich wäre das möglich. Kann auch 3. Und jetzt kann ich hier Kriterien eingeben. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich beschreibe jetzt in Worten, was diese Leistung bedeutet und kann das hier für alles Weitere machen. Das mache ich jetzt nicht ganz durch, um euch nicht aufzuhalten, aber um eine gute Rubrik zu machen, wäre das dann tatsächlich der Fall. Und ich füge die jetzt der Arbeit an. Das heißt, diese Rubrik wissenschaftliche Arbeit ist jetzt hier hinzugefügt. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt zurückgehe, also ich aktualisiere jetzt die Aufgabe, gehe zurück. Jetzt muss ich die beurteilen. Also ich habe jetzt hier eine, die abgegeben worden ist. Und habe diese Arbeit jetzt und jetzt kann ich die hier direkt korrigieren in Teams. Also ihr wisst, dass wenn ich hier auf im Browser bearbeiten gehe, dass ich dann eine komplette Word-Funktion hier drin habe und ich kann hier auch dann mit überarbeiten, also überprüfen und dann den Änderungen nachverfolgen, einschalten, dann kann ich hier auch direkt korrigieren. Ich mache jetzt das wieder rückgängig. Ich kann Kommentare einfügen und so weiter. Es ist völlig klar. Dann kann ich ein allgemeines Feedback zurückgeben und jetzt habe ich hier die Rubrik. Was heißt das? Ich kann entweder da draufklicken, also jetzt hier direkt auf den Text drauf und dann kann ich jeweils auswählen, welches Kriterium trifft zu. Und dann kann ich weitergehen, hier gemacht, hier gut gelöst und sehe dann oben die Gesamtpunktzahl. Und wenn ich damit fertig bin, dann sehe ich, wie viele Punkte das hat. Aber ich kann hier auch auf diesen Pfeil draufdrücken. Dann sehe ich die ganze Rubrik. Und das ist eigentlich die Ansicht, die ich jetzt am besten mag, um Aufgaben zu bewerten. Also ich sehe jetzt hier wissenschaftliche Arbeit und kann hier jetzt anwählen, welches trifft zu und kann auf jeden einzelnen Punkt auch noch einmal ein Unterfeedback geben. Also wenn es jetzt um Einleitung und Fazit geht, dann kann ich hier beim Feedback einfach noch dazu ein, zwei Sätze schreiben und dann jeweils anklicken, welcher Punkt da erfüllt ist. Und wenn ich das differenziert ausgefüllt habe, dann sehen die Schülerinnen und Schüler jeweils auch gleich eine Beschreibung ihrer Leistung, was mir sehr sinnvoll erscheint, um ein schnelles Feedback zu bekommen. Ich selber muss hier die richtigen Kategorien anklicken und bin dann eigentlich damit fertig, erhalte eine Punktzahl, die ich dann auch bei den Aufgaben bei jeder Schülerin, jedem Schüler angezeigt bekomme und kann so dann
eigentlich auch gleich meine Noten machen, wenn ich denn überhaupt Noten machen müsste. Also das ist ein Feature von Teams, das ich ganz sicher auch in Zukunft verwenden werde für alle Arten von Schülerarbeiten, bei denen Kriterien zugrunde liegen. Ich kann die Kriterien sehr grob, sehr genau formulieren und es ist auch für die Schülerinnen und Schüler direkt einsehbar, nach welchen Kriterien dann letztlich ihre Arbeit beurteilt wird. Also diese Rubrikfunktion finde ich sehr, sehr gelungen. Sie ist sehr intuitiv und funktioniert gut. Probiert's aus. Ich danke euch für Feedback und danke euch fürs Zuschauen. Bis bald.